Mein Name ist Jan Eberle, ich bin Branchenmanager Transport und Logistik bei der GSIS und es freut mich, dass Sie heute dabei sind. Sie können wie immer während dem Gespräch Fragen stellen, am besten über das Feld F und A, wo Sie unten im Zoom sehen. Die Fragen würde ich nachher unserem Gast weitergeben und entsprechend würde die dann auch beantwortet werden. Der Event wird aufgezeichnet. Sie haben also die Möglichkeit, auch im Nachhinein nochmal reinzuschauen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, in unsere Mediathek auf gs1network.ch die bisher durchgeführten Online-Talks nach wie vor anzuschauen. Es gibt sehr viele spannende Talks zu verschiedenen Themen und mit verschiedenen Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen. Also ich denke, es hat für jedermann etwas dabei. Schauen Sie rein, sicher eine spannende Sache. Gut, dann würde ich gerne den heutigen Gast begrüßen, Andreas König, du bist Geschäftsführer von der neuen Vereinigung Swiss Supply. Herzlich willkommen im heutigen Online-Talk. Ja, herzlich willkommen, Jan. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es erstaunt mich ein bisschen, dass ihr so viel mitschaut bei dem schönen Wetter und bei der Ferienzeit. Aber wir sind froh, dass wir nicht ganz allein sind. Genau, wir sind nicht allein. Ich bin auch positiv überrascht. Wir haben eine gute Anzahl Zuschauer. Und trotz Ferien findet wohl unser Thema auch guten Anklang. Klar, mit so einem Gast wie dir. Mal schauen. Ich möchte gerne auch auf dich eingehen, Andi. Du bist seit März 2021 bist du Geschäftsführer von Swiss Supply. Du selber hast aber einen jahrzehntelangen Karrierepfad im Logistikbereich. Also bei dir zählt man in Jahrzehnten, nicht in Jahren. Ja, leider. Und ich denke, da hat sich in den letzten Jahren sicher auch einiges verändert. Da hat es sicher auch gewisse Meilensteine gegeben, wo du so ein bisschen in Erfahrung hast bringen. Kannst du mir vielleicht so ein bisschen aus der Vergangenheit ein paar Punkte, ein paar Meilensteine erzählen, was jetzt da so ein bisschen passiert und gelaufen ist? Also bei mir muss man so ein bisschen ins Leben, also wenn ich den ganzen Lebenslauf mir so ein bisschen für mich selber ein bisschen passieren, dann muss man so zwei grosse Blöcke machen. Die erste, wo ich angestellt war, die ersten 20 Jahre, und die zweiten 20 Jahre, wo ich dann selbstständig war. Die ersten 20 Jahre will ich kurz durchspringen, weil es ist noch interessant, weil es zeigt auch ein bisschen, wie kommen wir überhaupt aus der Swiss Supply und all die Geschichten, weil ich bin jemand, der hat eigentlich wirklich seit 20 in der Logistik ist. Die erste Stelle, die ich hatte, war bei einem Intralogistiker. Ich bin nach der kaufmännischen Grundausbildung zu der Kadex. Ich war dort Verkaufsinnendienst tätig gewesen, habe also bereits dort schon die erste Intralogistik-Kenntnis sammeln. Ich bin nachher zu einer amerikanischen Informatikfirma, zu der Digital Equipment, die gibt es heute gar nicht mehr. Die war damals Nummer 2 gewesen, hat ganz grosse Computersysteme hergestellt, in einer Zeit, bevor es Computer, ein PC gegeben hat. Dort durfte ich Import-Export-Abwicklung abwickeln, also das heisst, die Grosscomputer über Embraport verzollen, importieren und so weiter. Die nächste Stelle war bereits die erste Führungsaufgabe gewesen. Ich durfte mit der Firma Planzer Transport die Informatik übernehmen und leiten. Das bereits mit 25. Das ist etwas, was man in der Logistikwelt noch bei dir sieht, dass man in jungen Jahren schon bereits die Führungsaufgabe übernehmen darf. Das tue ich jetzt immer wieder hervorheben, nicht wegen mir selber, sondern weil die ganze Swiss Supply-Geschichte, wo man nachher darüber redet, geht es darum, unsere ganze Branche eben entsprechend gut zu verkaufen und zu zeigen, wie toll und vielseitig das ist. Nach diesen Führungserfahrungen bei der Firma Planzer als Informatikleiter habe ich natürlich sehr schön können in die Transport- und Logistikwelt hineingesehen und habe als nächstes etwa 6-7 Jahre lang in einem Chemie-Pharma-Konzern bei der Merck, das ist ein deutscher Chemie-Pharma-Konzern, die Schweizer Tochter der Logistikleiter. In dieser Zeit auch Logistik-Ausbildung gemacht, die erste, die es überhaupt geht in der Deutschschweiz auf Stufe Master- oder Nachdiplomstudium. Habe dort eine weitere Führungserfahrung versammeln und am Schluss von meiner angestellten Karriere
habe ich nachher im Gastrogrosshandel bei der Firma Scana Lebensmittel, die heute Saviva heisst, und bei der Hoeg AG, die heute Transgourmet heisst und zu der Coop-Gruppe gehört, jeweils Logistikleiter auf GL-Ebene. Und da bin ich 40 und habe gesagt, so jetzt mache ich entweder weiter Logistikleitung oder irgendwas Ähnliches, oder ich mache mich selbstständig. Und ich habe in dieser ganzen Zeit immer gemerkt, wenn man Leute sucht, ist es schwierig, Leute zu finden. Und es hat dort damals einen Spezialist gegeben, der einem helfen konnte. Und habe aus dem heraus gesagt, jetzt gründe ich eine Firma, wo ich Personal suchen kann. Das war dann die Firma Logjob AG gewesen. Und die nächsten 20 Jahre gehen jetzt kürzer, jetzt können wir es ein bisschen kürzer machen. Die habe ich dann wirklich 20 Jahre lang gehabt, die Firma Logjob AG. Wir haben am Schluss 6 Filialen gehabt, also Kader, Personalberatung auf Logistik, und haben dürfen in dieser Zeit viele Rekrutierungen durchführen. Wir haben selber habe ich etwa 500 Rekrutierungen dürfen durchführen, und ich hoffe auch entsprechend viele Leute und Firmen dürfen glücklich machen in dieser Zeit. Jetzt bist du, momentan sehe ich dich nicht mehr ganz live. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Wir sehen dich. Gut. Und jetzt kommen wir zum Schluss von dieser ganzen Lebenskarriere bis dahin. Das heisst, letztes Jahr habe ich die Firma verkaufen, an Matthias Siegenthaler. Ich bin noch ganz weit im Hintergrund noch tätig, wenn es mich wirklich braucht. Aber eigentlich bin ich nicht mehr als Personalberater heute aktiv. 4-5 Jahre vorher, als ich noch aktiv war bei der Logjob AG, habe ich mit der Stiftung Logistik Schweiz auch eine neue Geschichte ins Leben rufen. Das war dann mehr gemeinnützig. Mit ein paar Kollegen zusammen haben wir als grosses Projekt ja die Hall of Fame, die Logistik Hall of Fame, die dann nachher Swiss Supply Chain Hall of Fame geheissen hat, ins Leben rufen, die jetzt auch zweimal hat müssen verschoben werden aus Corona-Gründen. Und das Jahr hoffentlich dann im September endlich wieder über die Bühne geht. Und aus dem aus, und auf das kommen wir jetzt ja noch, ist dann auch die ganze Geschichtswissenschaft entstanden. Das ist so ein mein Leben in kurzen Zügen. Sehr spannend. Danke. Sehr viel Wissen, logischerweise auch vorhanden, grosses Netzwerk. Und vielen Dank für das, für die Einleitung von deiner Seite. Ja, kommen wir doch zum Fokus von dem Gespräch heute, und zwar die Organisation, die Dachorganisation Swiss Supply, mal so als ersten Einstieg in den Themenbereich rein. Wie ist es überhaupt zu dieser Idee gekommen? Wie hat man die verschiedenen Verbände überhaupt zusammengebracht, um so eine, sagen wir mal, Dachorganisation zu gründen? Was ist dort der Anstoß gewesen? Gehe ich nochmal zurück in den Lebenslauf. Da gehe ich nochmal zurück an die Geschichte von der Stiftung Logistik Schweiz und an die Hall of Fame. Die zweite Hall of Fame, die wir durchgeführt haben mit dieser Stiftung, das war 2016, wo wir den Alfred Waldis als drittes Mitglied in die Swiss Supply Chain Hall of Fame aufgenommen haben. Postum, er hat dort schon nicht mehr gelebt. Wir als Stiftung haben das ein intensives Kontakt bekommen zum Verkehrshaus selber. Und haben eigentlich festgestellt, dass Verkehrshaus immer wieder überall logistische Themen hat, Speditionsthemen haben. Tupac hat schon länger eine Ausstellung gehabt. Wir haben früher im 2013 schon mal mit Cargo die erste Schwerpunktausstellung gehabt, hat das aber dann auch wieder nach einem Jahr wieder abgeräumt. Und wir haben eigentlich gefunden, irgendwie Verkehrshaus und Logistik, das ist einfach eine Symbiose, da müssen wir wieder etwas machen, da müssen wir etwas Langfristiges machen, und haben dürfen die Logistikausstellung ins Leben rufen von der Stiftung aus, sind relativ schnell auch alle Verbände gegangen, weil allein kann man so etwas nicht machen. Es haben sehr rasch die wichtigen Verbände mitgemacht. Wir hatten am Schluss 12 Verbände gehabt, die dazu Ja gesagt haben. Und das sogenannte Logistikerleben, wie die Ausstellung jetzt heute heisst, nachher mitgestaltet haben und wirklich auch eins zu eins auf dem Platz sind bis heute. Weitere 70 Unternehmen, die mitgemacht haben. Und das Ganze, die ganze Logistikausstellung läuft ja noch bis Sommer 2022. Dank Corona, muss man jetzt mal sagen, haben wir fast 3 Jahre jetzt die Schwerpunktausstellung. Weil am Anfang war es ein bisschen holprig, um sie anfangen. Dafür haben wir jetzt noch ein bisschen länger Zeit, um sie zu geniessen. Wir möchten aber, und das war dann am Schluss die Idee gewesen, mit all den Verbänden, wo wir das aufgebaut haben, haben wir gesagt, so, jetzt ist es schade, wir räumen das in einem Jahr wieder ab und das war's dann. Und haben gesagt, wir müssen irgendetwas Nachhaltiges auf die Beine stellen, wo wir A, die Logistikausstellung weiter pflegen können, auf einer Seite, und B,
einfach so ähnliche Dinge, die wir da gemacht haben, weil letztendlich geht es um nichts anderes als die Imagepflege von der Logistik, der Bevölkerung zeigen, was für eine saugute Branche sind wir, was für lässige Typen haben wir da und wie enorm spannend sind die Ausbildungsmöglichkeiten, vor allem am Nachwuchs, wenn wir das immer wieder zeigen. Können wir das nicht auch mit anderen Projekten machen und können wir nicht auch miteinander, wenn wir eine Organisation haben, zusammen auch ähnliche Sachen weiter gemeinsam fördern. Und so ist die Idee entstanden, dass man Swiss Supply gründet. So wie es aussieht, auch ein erfolgreiches Ende gefunden und die Reise geht natürlich auch entsprechend weiter. Die Organisation besteht ja aktuell aus 7 Verbänden. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, das sind Geschäftsführer aus den einzelnen Verbänden. Jeder hat ja so ein bisschen auch seine eigene Sichtweise, eben aus seinem Teilbereich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch vielleicht erzählt. Kann man davon ausgehen, dass das harte Diskussionen gegeben hat, bis man sich gefunden hat? Oder hat man eben den gemeinsamen Nutzen gesehen, wo man mit so einem Verband könnte beitragen und dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so hart gewesen in der Findung? Also es war nicht leer. Nein, es ist Spass beiseite, es ist nicht leer. Wir haben natürlich ein gemeinsames Ziel, wie du richtig sagst. Und ein gemeinsames Ziel verbindet. Und ein gemeinsames Ziel ist auch das ist die Erkenntnis, dass man miteinander einfach mehr kann erreichen als jeden Einzelnen. Jeder Verband selber macht natürlich auch Imagepflege. Das ist ja nicht das Thema. Das macht er auch weiterhin. Also wenn jetzt ich denke jetzt GS1, der selber auch Imagefilm hat, wenn es um Bildung geht, also um den Leuten zu zeigen, hey, Logistikleiter oder Logistikfachausbildung oder Category Management ist etwas Interessantes, macht das jeder selber auch. Aber gesamthaft können wir dort noch ein bisschen mehr Schub geben. Und das ist eigentlich etwas, wo jedem klar ist. Und abgesehen davon, so Alpha-Tier sind das auch nicht. Also ich glaube, die heutige Manager ist nicht da, um irgendwie einfach immer recht am Schluss, sondern der ist da, um die Leute zusammenzubringen, zum coachen, zum miteinander das Team formen. Und das sind heute moderne Figuren. Das weißt du selber bei euch auch. Und von dem her haben wir echt kein Problem. Im Gegenteil, es ist lässig momentan. Es ist ab und zu, das ist normal, das gibt es in jedem Gremium, muss man ein bisschen mal fighten, wenn es um einzelne Projekte geht. Was machen wir zuerst, was machen wir später? Meistens wird es ein bisschen mehr zum Fighten, wenn es um Geld geht. Wie viel geben wir aus? Was kostet es weg? Wer zahlt was? Das sind so Themen, wo man dann fighten, aber das macht eigentlich nur Spass. Momentan. Letztendlich ist ja etwas Konstruktives dabei rausgekommen und dementsprechend sicher sehr positiv. Genau. Du hast Imagepflege, hast du jetzt vorher noch angetönt, wenn wir jetzt so gesamtheitlich über den Verband drüber schauen, was möchte die Organisation eigentlich erreichen, welchen Zweck verfolgt sie? Also ich habe es jetzt eingangs schon zweimal gesagt, wir haben eigentlich, das Hauptziel ist die sogenannte, das tönt ein bisschen komisch, über das Wort Image. Wir wollen der Bevölkerung und ganz speziell dem Nachwuchs unser Business näher bringen. Wobei, ich will nicht vom Begriff Logistik ausgehen, darum haben wir ja das ganze Baby eben Swiss Supply genannt und nicht Swiss Logistik, weil es viel breiter ist. Weil der Begriff Supply ist die Übersetzung nichts anderes als Versorgung und unter dem Begriff Versorgung kommt halt alles dazu, was wo ich mich auch anfange, also die ganze Beschaffungs-, Catering-Management, Entsorgung, Recycling, Verpacken, sind viel mehr Themen, als man gemeinhin unter Logistik versteht. Wobei Logistik ist ein populärer Begriff, das versteht natürlich dann auch jener. Aber man hat gerne mal das Gefühl, wenn man Logistik sagt, dass man halt primär Paletten und Transport und Lager meint, also die operative, physische Logistik, die man sieht. Und wir sind ja eigentlich in der ganzen Breite da. Also das möchten wir eben auch zeigen, der Bevölkerung zeigen und ganz, ganz wichtig am Nachwuchs. Auf das können wir, glaube ich, noch ein bisschen im Laufe vom heutigen Talk. Das sind ja die Hauptthemen. Und es gibt so ein Abfallprodukt in dieser Geschichte. Du redest von Dachorganisation, den Begriff höre ich nicht so wahnsinnig gerne. Dach, das implementiert so ein bisschen. Wir sind da Drohnen irgendwie über den Verbänden. Das ist eigentlich eher umgekehrt. Wir sind eine Dienstleistungsorganisation für die Verbände. Man muss klar wissen, unsere Mitglieder sind Verbände und Organisationen, also keine Einzelmitglieder, sind auch keine Firmen, sondern wir sind in dem Sinn schon eine Dachorganisation, aber wir sind eine Dienstleistungsorganisation, so dass wir wirklich die Ziele miteinander gemeinsam erreichen. Und eben als so ein Abfallprodukt ist sicher etwas, was wir noch erreichen können, ist, dass wir untereinander
jetzt ein Mittel haben, um ideal miteinander zu kommunizieren. Untereinander, aber auch gegen aussen. Was macht wer und was macht wer nicht. Wichtig ist auch wichtig zu wissen, was wir nicht machen. Also wir haben auch so einen Ehrenkodex, was wir nicht erreichen mit dieser Swiss Supply. Wir machen all so Sachen nicht, die jeder Verband selber schon macht. Also wir werden keine Ausbildung auf Beistellen selber. Wir sind auch nicht unbedingt erpicht darauf, grosse Events zu machen. Vielleicht gibt es mal miteinander etwas, wo man halt zusammen etwas macht, aber nicht irgendwie als Businessform. Wir machen auch keine Beratung gegen aussen. Und ganz wichtig, wir machen keine Politik. Also wir sind keine politische Vereinigung. Das wäre auch nicht möglich, weil wir haben so viele Interessenslagen bei uns auch innerhalb von der Logistik. Weil natürlich gibt es gewisse Themen, die wir einen gemeinsamen Nenner haben, aber es gibt auch gewisse andere Themen, die wir uns wahrscheinlich nicht so einfach wieder finden. Darum sind wir auch keine politische Organisation. Also kann man sagen, eigentlich tündiert ihr die gemeinsamen Themen, die man in den verschiedenen Verbänden hat, zusammentragen und so bündelt versuchen, auch nach Hause mitzutragen. Genau, wenn es... Nicht im klassischen Sinne eben da die Dachorganisation, sondern eigentlich mehr im Sinn vom Interesse. Genau, eine Interessensvertretung, aber immer der Fokus, am Schluss, was kommt am Schluss an, draussen, wie kommen wir selber an im Markt draussen, wie erscheinen wir. Und eben das Thema Bildung, darum haben wir am Anfang natürlich auch jetzt die 7, die mitmachen, das sind 6 davon, machen primär eben auch Bildung, also die leben einen Teil davon auch mit der Bildung und haben professionelle Bildung auch, Weiterbildung vor allem, zum Teil auch Grundbildung dabei. Und das ist natürlich ein wichtiger Teil. Wenn wir vom Nachwuchs reden, dann Bildung funktioniert nur, wenn ich Nachwuchs habe. Wenn niemand mehr kommt, ist es eine langweilige Sache, wenn ich alleine da stehe und niemand lässt zu. Genau. Sehr gut, danke. Ja, wenn ich das Thema auch gerade ansprechen darf, ich meine, so eine Organisation muss ja irgendwo auch können leben und überleben. Die muss auch irgendwie auch finanziert sein. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen, wie da Swiss Supply aufgestellt ist? Ja. Wir sind jeder von denen, die jetzt mitgemacht haben, sind eigentlich die sogenannten Träger, die 7 Organisationen. Die haben, das kann ich in Zahlen sagen, die haben jetzt einfach mal je 10'000 Franken gegeben pro Jahr. Zugesichert aufs nächste Jahr auch. Das heisst, wir können davon jetzt mit 70'000 Franken mal leben. Damit kann man aber mehr oder weniger eine Geschäftsstelle führen. Man kann einen Internetauftritt machen, man kann die rechtlichen Grundlagen zahlen, die es braucht, um überhaupt einen Verein zu gründen. Solche Punkte. Das heisst, man hat also das Grundrauschen kann man finanzieren. Was man aber nicht kann, ist die einzelnen Projekte. Also, sobald wir in Projekte hineinkommen, werden wir auch weiterhin Mittel müssen finden und wieder erarbeiten oder diskutieren. Es kann auch sein, dass wir dann für einzelne Projekte durchaus auch an Firmen gelangen können oder auch an andere Quellen oder an Stiftungen oder wie auch immer. Das ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Also wir haben nicht für jedes Projekt, weiß nicht was für Budgets, dass wir jeweils wieder neu erarbeiten. Das ist eigentlich der Teil, den wir dort haben. Und jeder, der nachher dann später mitmachen will, jetzt ab sofort, man hat die Möglichkeit als Mitgliedschaft, dort ist aber der Jahresbeitrag dann nur noch 2'000 Franken, weil eigentlich Träger der Hauptsumme jetzt schon gesprochen haben. Und wenn wir es dann aber finanzieren, nach diesen 2 Jahren, nach diesen Gründungsjahren, wissen wir heute noch nicht, das müssen wir uns dann Köpfe zusammenstrecken, wenn wir dann in 2 Jahren so weit sind. Okay, also das heißt jetzt mal auf die nächsten 2 Jahre ist mal fix geplant und der Rest ist quasi nachher die Weiterentwicklung. Und das genau. In welche Richtung, dass es dann konkret noch laufen wird. Genau. Okay. Ich habe auch ein paar Jahre schon Logistik, Transport und Logistik in meinem Rucksack Erfahrung. Und Personalmangel ist ja auch, seit ich mich eigentlich mit dem Thema überhaupt befasse, eigentlich immer ein Thema gewesen. Ich glaube, es ist nach wie vor aktueller denn je. Durchs Abdenken kann man wollte auch da mit der Organisation dem ein bisschen entgegenwirken. Was kann man konkret dagegen machen? Oder machen wir grundlegend etwas falsch oder zu wenig, wenn man das Thema Personalmangel angeht? Jetzt habe ich natürlich zwei Hüte an. Also einerseits Swiss Supply Hut, den ich darüber rede, dann habe ich den alten Hut, den ich noch nicht ganz abgezogen habe, von der Logjob AG. Also als Personalberater habe ich feststellen, es hat nicht überall Personalmangel. Das ist eigentlich nicht überall der Fall. Also es gibt je nach Funktion und je nach Art und Weise hat man durchaus auch genug Personal, darf man auch auswählen.
Es wäre auch vermessen, immer nur von Personalmangel zu reden. Und all die, die eine Stelle suchen, da zum Teil 50 Leute, die zum Teil Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden, die, für die wirkt es immer ein bisschen komisch. Also wenn sie den Begriff hören und sagen, ich bin ja da, wieso nehmen sie denn mich nicht? Hat zum Teil auch damit zu tun, dass Firmen doch gewisse Ansprüche haben, die es einfach nicht abschrauben wollen. Ob das immer richtig ist, ist eine andere Frage. Also eben der Fachkräftemangel ist bisschen zum Teil auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ausgemacht, aber nicht immer. Also vor allem, wenn es um qualifiziertes Personal geht. Also wenn es um Personal geht, wo vor allem in der heutigen digitalen Welt eben rauskommt. Das heisst, Verbindung schafft zwischen dem alten Prozess Lager, Transport, zu dem neuen Prozess, wo aus der Informatik rauskommt. Dort haben wir ganz klar einfach einen Mangel, weil die Technologie schreitet so schnell voraus, dass wir einfach zum Teil mit der Bildung und der Weiterbildung nicht nachkommen. Dort ist logisch, dass es einen Mangel gibt. Es gibt einen Mangel bei den Chauffeuren, das weiß man schon lange, das ist schon immer so gewesen. Obwohl es ein lässiger Beruf ist, ist es aber sicher auch ein anstrengender Beruf und es ist immer wieder wichtig, dass man das zeigt, wie toll das auch der Beruf ist. Also das ist jetzt wieder in dem Sinne nicht ein absoluter Fachspezialist, aber selbst als Chauffeur muss man heute extrem viel Know-how haben und es ist eben gleich ein Beruf, wo man doch recht an einer gewissen Belastung ausgesetzt ist, gerade in der heutigen Straßensituation. Und dann haben wir natürlich die weitere Ursache, und das ist etwas, was uns wird begleiten in den nächsten 10, 20 Jahren. Das ist halt die Alterspyramide, die sich verschiebt. Also wir Babyboomer, ich bin jetzt noch einer der letzten, die langsam dann sich verabschiedet. Jahrgang 46 bis 64, sagt man denen. Das sind die, die 57 bis 75 sind. Also die jetzigen 57-Jährigen sind die letzten. Ich bin jetzt, wird das Jahr 60, gehen die Rente. Das heisst, es gehen immer mehr, wenn nicht mehr arbeiten und immer weniger kommen dafür auf. Das ist ja das bekannte Problem, das wir haben, mit den ganzen AV und all diesen Geschichten. Also es gibt einen demografisch bedingten Mangel, den werden wir spüren, das schlägt den Geist weg, so oder so. Mit dem Technologiesprung, also mit dem Bedarf an höher qualifizierten Leuten, beißt sich das. Das wird noch mehr zunehmen. Rezept dagegen ist, es gibt generelle Rezepte, was man gegen so Mangel macht. Man macht einfach gute Weiterbildung, Umschulungen, Leute, die halt vielleicht am falschen Ort etwas gelernt haben oder etwas gelernt haben, was es nicht mehr gibt heute, wo sich man umschulen lassen. In der Familie Beruf, Kita und so weiter, das heisst mehr auch beide von der Familie, man darf ja nicht nur sagen, die Frauen sollen arbeiten, sondern heute ist ja das eigentlich geteilt, 50-50, wir entscheiden, geht es der Mann und geht die Frau. Solche moderne Systeme eigentlich noch mehr fördern mit Möglichkeiten, dass man halt Kinder in ihre Kita kann schicken, länger arbeiten, Kultur intern fördern für entsprechende Arbeiten, faires Gehalt überall natürlich, das sind also Punkte, dass die Leute gerne arbeiten. Das sind so Punkte, aber da kommt bei uns etwas auf uns zu. Im Logistikbereich in Sachen Personalmangel, wir müssen uns besser verkaufen. Und darum sind wir von der Swiss Supply eigentlich angetreten. Das ist ein Thema für uns. Und zwar müssen wir nicht etwas verkaufen, was es nicht gibt, sondern wir müssen eigentlich zeigen, was wir machen. Also wir müssen nicht irgendeine Show abziehen, wo wir nicht sind, sondern wir sind wahnsinnige vielseitige Branche mit vielseitigen Funktionen. Logistik macht man ja nicht nur bei Logistikdienstleistungen, man kann es im Handel machen, man kann es in der Industrie machen, in verschiedenen Dienstleistungsbereichen. Logistik ist in dem Sinn sexy, es ist grün, man muss den Leuten sagen, hey, wir sind die, die schauen, dass man CO2 kann verhindern. Es ist sinngebend, Logistik braucht es, also wir machen nicht einen Beruf, wo unsinnig ist, sondern man sieht jeden Tag, was für Nutzen das bringt und was passiert, wenn es eben nicht da ist. Wir müssen noch viel mehr zeigen, wie unglaublich spannend das Logistik für Frauen ist. Das ist auch etwas, wo man einfach vernachlässigt. Logistik, Supply, Versorgungsthemen, das sind sehr viele Themen, die nicht nur mit Muskeln und so weiter zu tun haben, sondern eben mit sehr viel Hirnschmalz auch. Und es ist eine Hightech-Geschichte auch. Und darum müssen wir auch bei der Jugend anfangen und dort das zeigen. Das ist ein Thema, das wir im Verkehrshaus ja machen. Wir zeigen auf, wie breit, wie interessant das Logistikwelt oder die Supply Chain-Welt ist. Und wir brauchen es, das müssen wir früh anfangen, weil wir brauchen nachher Leute, die gerne auch studieren können, wenn man es dann kann. Man kann in der Schweiz gewisse Sachen im Nachdiplom oder eben in der Weiterbildung machen, auf höheren Ebene. Dort haben wir ja gewisse Mängel, was den akademischen Weg betrifft. Dort haben wir noch zu wenig Möglichkeiten.
Dort müssen wir aufholen. Ich glaube, über die Weiterbildung werden wir heute auch noch mal kurz reden. Ja, genau. Eigentlich möchte ich gerade auf den Punkt auch gerade eingehen, so ein bisschen als Überleitung, Weiterbildung. Du ja. Hast gesagt, ihr habt da schon gewisse Aktivitäten schon können umsetzen, jetzt in der Organisation. Möchtest du uns da mal kurz aufzeigen, wie das aussieht? Wo ist eine Aktivität, was wir überhaupt wenn das so ein bisschen machen? Also es gibt zwei, drei Sachen, die wir ja schon machen. Das Verkehrshaus habe ich schon angesprochen. Jetzt werden wir am Ball bleiben. Wir machen mit dem Verkehrshaus zusammen, wenn wir ein Agreement machen, dass Swissupply weiterhin so ein bisschen der Träger ist für die weiteren Fortbestand von Logistik im Verkehrshaus, in welcher Art auch immer. Das wird nicht ewig ein Schwerpunktthema sein, aber es wird nebendran Themeninsel sein, das wird das Thema bleiben. Wir haben dort noch sehr viele weitere Ideen, wo wir noch nicht realisiert haben im Verkehrshaus. Das sind Themen wie das ganze Recycling, das ganze Entsorgungsthema haben wir noch nicht realisiert. Wir haben die Last Mile ist nur angetönt dort drin. Wir haben Future Logistics, Drohnenflügereien, wo man noch nicht sieht. Also das sind ewige, endlose Themen, die man machen kann. Dann haben wir das Swiss Logistics Day, wo wir übernehmen von der GSI von euch. Also das heisst, das, was ihr in den letzten 10, 12, 13 Jahren gemacht habt, wenn wir unter dem Hut Swissupply machen, wo jeweils im April stattfindet. Wir haben etwas, was auch GSI früher schon gemacht hat, jetzt seit 6 Jahren nicht mehr gemacht. Wir möchten gerne wieder eine neue Bildungsübersicht über alle Bildungen machen. Sei das Print oder sei das online. Jetzt haben wir auch eine Pilot-Webseite. Wir haben, glaube ich, vorher schon darüber geredet, dass wir da mal schnell reinschauen, aber jetzt habe ich gesehen, von der Zeit her, wenn wir noch so 4, 5, 6, 7 Fragen haben, ist dann schnell einmal Zeit weg, dann lassen wir das lieber sein. Mhm. Kann ich darauf aufmerksam machen, es gibt eine Pilot-Webseite, die heißt logistics.live. Kann jeder selber dann einmal drauf gehen. Das ist das Web ausbauen, professionalisieren, auf all drei wichtigen Landessprachen natürlich entsprechend aufsetzen. Das ist jetzt erst auf Deutsch da. Das heisst, da sieht man drauf, was haben wir für Grundausbildung, was für Weiterbildung, wer bildet überhaupt was aus. Wir haben aber auch eine Agenda drauf, was passiert wo. Wir möchten gerne auf einer Webseite den Leuten zeigen, wann ist welche Messe, wann ist welches Jahresevent, wann ist welches Event, wo man Awards verteilt. Das haben wir auch nie in der Übersicht, das hat jeder Verband selber für sich. Das ist ein Thema, das wir dort drauf haben. Aber wir haben auch Karriereplanungsthemen drauf, wie Jobbörse, wo man dann verlinken kann und so weiter. Das ist etwas, was wir gerne machen. Mhm. Dann mittelfristig möchten wir gerne eine Image-Kampagne machen. Da haben wir ein kleines Vorbild in Deutschland. Die heisst Wirtschaftsmacher, mit denen sind wir auch in Kontakt. Da ist noch nicht ganz klar, wenn wir weiter wollen, das machen. Das ist immer eine sehr kostspielige Geschichte. Image-Kampagne, das ist ein Thema, wo man nicht wo man sich muss bewusst sein, da muss man an die Jugend ankommen, an den Nachwuchs ankommen. Und das machen wir nicht über LinkedIn-Gruppen oder so, sondern das selbst Facebook ist schon immer aktuell bei der Jugend, sondern das heisst TikTok und weiss nicht wie. Also dort müssen wir Spezialisten auch haben, die uns das dann helfen aufbauen, wenn wir an die Jugend anwenden. Das ist etwas eine Idee, die wir haben. Wir werden aber auch noch mehr in der Öffentlichkeit zeigen, was wir alles für tolle Sachen machen, die Sachen Umweltschutz, in Sachen Grün, in Sachen Awardverleihung. Und eben, das habe ich schon angedeutet, kann man wieder einen intensiveren Austausch haben untereinander und auch dort medial ein bisschen uns besser austauschen, was wir so ein bisschen für Informationen haben, pressespiegelmäßig, Netzwerk besser nutzen. Das sind jetzt so zusammengefasst, so ein bisschen die ersten Ideen, die wir haben. Und je mehr das dazukommt, desto mehr Ideen kommen dazu. Das glaube ich auf jeden Fall. Auch bei dir kommt das so richtig aus dir raus. Man merkt, da ist sehr viel Herzblut dahinter und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das in den richtigen Bahnen auch gleich ist. Ja, es müssen dann alle mitmachen, dann ist es gut. Genau, also ich empfinde jetzt, so wie du das auch erklärst, Image bedeutet vor allem auch Aufklärung, aufzuzeigen, was Logistik macht, was für Möglichkeiten das man hat. Das bedeutet nicht, wenn man von Imagepflege redet, dass jetzt per se das Image schlecht ist, von der Logistik in irgendeinem Zusammenhang, wo man müsste irgendwie aufpolieren, sondern mehr im Sinn von aufklären, aufzeigen und vor allem auch das Thema Logistik eben an die Jugendlichen, an die jungen Leute auch können zu übermitteln. Das ist so. Also Imagepflege ist nicht nur bei uns, das ist immer ein Marathonlauf, das ist ein Dauerbrenner. Man kann nicht sagen, jetzt machen wir Imagepflege und jetzt findet ihr uns alle lässig, sondern das ist einfach immer Aufklärung, das ist immer Information, das ist zeigen, was wir machen. Logistik, ich sage jetzt wieder, der Begriff Logistik hat einfach grundsätzlich das, was man sieht und
und gespürt und gehört, ist nicht immer wahnsinnig sexy. Das ist halt gleich wie die Lastwagen, die einem vor der Nase stehen im Stau. Dabei sind sie im Stau, weil es viel zu viel PB hat und nicht weil es zu viel Lastwagen hat. Es ist der Lagerist, wo man gemeinhin meint, der fährt nur mit einem Weg rum und muss hin und her krampfen. Dabei hat er heute einen Hightech-Job mit den ganzen. Mit dem ganzen Prozess, mit dem ganzen Picking by Light, Voice und weiß nicht was alles, also eine riesen Unterstützung und ist auch technisch, das ist ein halber IT-Spezialist heute, jeder Lagerist, das muss auch zum Teil mehr können als eine Fremdsprache, sondern auch mehrere Sprachen fast. Aber das kann man nicht so einfach zeigen, das muss man ein bisschen rauskützeln. Ein schönes Beispiel ist, wenn man das gezeigt ist im Präsus mit der Supply Game Wand, also die Jockey, das Jockey-Spiel, wo man so von der Multimedia-Wand zeigt, wie Jockey hergestellt wird, wie die Rohstoffe von Amerika, von Afrika oder von Südamerika herkommen und dann in die Schweiz kommen und wie das ganze Spiel und Wechselspiel ist. Da sieht man so ein bisschen zusammenhängen, was braucht es alles, was macht die Einkauf, was macht die Kursgruppe und was macht die Kursgruppe. Das ist ein Dauerlauf. Das spielerisch die Jugend anzubringen, das ist ein Dauerlauf. Das ist, und darum ist es auch wichtig, dass man es immer wieder angeht und immer wieder konzentriert angeht. Und ist auch zum Teil eben auch kostenintensiv. Da braucht man dann immer wieder auch gewisse Mittel, weil sonst kommt man gar nicht an die breite Masse oder auch an die Jugend an. Genau. Sehr gut, danke. Was würdest du sagen jetzt, aus deiner Sicht auch, welche Rolle spielt Logistik heute in der Wirtschaft? Ja gut, das haben wir gesehen aus der Corona-Krise, also das muss ich nicht zu lange ausbreiten, das ist glaube ich jedem klar, wenn es uns nicht gibt, dann gibt's einfach auch die Wirtschaft nicht mehr. Mhm. Also es hat ja einen Sinn, dass die Image-Kampagne in Deutschland heisst, die Wirtschaftsmacher. Und ich meine, das heisst ja schon alles. Wir sind auf einer Stufe oder auf einer ähnlichen Stufe von der Systemrelevanz, wenn es Pflegepersonal in so einer Krise. Das heisst, wenn wir nicht liefern können, dann hat es einfach dann gehen eben die WC-Rollen aus. Falls es das kleinste Übel ist. Aber wir haben jetzt ja wieder gesehen, dass wir das Problem haben in der Corona-Krise mit den Häfen, die in Asien dann können bedient werden oder zugehen oder müssen zugemacht werden und was das für Supply-Kette alles auslöst, was für Probleme das wir haben. Also wenn wir das auf die Schweizer Wirtschaft sehen, das löst ja alles aus, was Produkte betrifft. Wir müssen jetzt schon, dass man zum Teil, man sagt jetzt schon, bestellt, wenn ihr dann einen Computer an Weihnachten unter den Kiesbaum stellen wollt, könnt ihr jetzt schon bestellen, weil bis dann haben wir dann eh noch das Problem, gerade mit so Hightech war. Also die ganze Systemrelevanz und so weiter, die Sinnhaftigkeit und man muss immer wieder sagen, Logistik ist kein Selbstzweck, wir machen da etwas, wir versorgen die Schweizer Bevölkerung. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben alle das Problem. Dann haben auch die Spitäler das Problem. Dann haben nicht nur die Modehändler und Lebensmittelhändler das Problem, sondern wirklich geht es an die Substanz. Also da ist sicher wichtig. Hast du das Gefühl, gerade dann, eben du es angetönt, wo das Klopapier ausgegangen ist, dort das Mal auch gewisse Lebensmittel nicht mehr verfügbar sind aufgrund von der Marktverschiebung, sage ich jetzt mal, wo man ja eigentlich man ist vielleicht Gastronomie gegessen, anstatt dann nachher bei Corona halt daheim, man ist selber einkaufen und das Mal hat Ware im Laden gefehlt. Und ich habe das Gefühl, zu dem Zeitpunkt ist eigentlich die Wahrnehmung und das Bewusstsein über die Logistik ziemlich gross gewesen. Die Leute haben das Mal auch realisiert, es ist eben nicht so selbstverständlich, dass wir alles handeln überkommen, was wir gerne hätten oder was wir gerade bestellt haben. Als Beispiel auch Webcams, da hätte man bis zu 3-4 Monate müssen warten, weil alles mal im Homeoffice eine Webcam gebraucht haben, also so Sachen. Hast du das Gefühl, das ist wieder abgeflacht, die Wahrnehmung, oder ist doch jetzt durch die Erfahrung, die passiert ist, der Gesellschaft, in der Bevölkerung, ist das jetzt gleich noch etwas, was geblieben ist? Also quasi, dass eben Logistik ein wichtiger Bestandteil ist, auch von unserem Alltag? Das ist mir eine philosophische Frage. Also mein Gefühl ist, ich habe die Menschheit so kennengelernt, dass sie sehr schnell vergisst. Also, da habe ich meine Befürchtung, dass wir in 2-3 Jahren nicht mehr von der Systemrelevanz gross reden, von der Logistik, wenn nach der Corona alles wieder funktioniert. Gerade darum müssen wir, glaube ich, am Ball bleiben, dass man eben immer wieder sagt, es braucht uns schon und wir haben einen Zweck und einen Sinn. Es geht uns nicht darum, den Leuten immer wieder zu sagen, hey,
Logistik ist extrem wichtig, das ist den Leuten irgendwann gleich. Alles andere ist genauso wichtig. Es ist auch wichtig, die Informatik, und es ist auch wichtig, das Marketing, es ist alles in sich selber wichtig. Aber ich glaube, der Effekt, den wir jetzt haben, hat uns jetzt sicher geholfen, mal eine gewisse Wahrnehmung zu haben. Aber der wird verpuffen, und darum sind wir aufgerufen, immer wieder zu zeigen, was für tolle Sachen machen wir. Und auch wenn man einen Lastwagen durchfährt und plötzlich merken die Leute, der stinkt gar nicht und tönt auch nicht, weil er eben mit Wasserstoff oder mit Elektrizität fährt, dass man das den Leuten zeigt, warum ist das und warum und was machen wir da dazu, dass das so bleibt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass der Effekt ist gut gewesen, aber der ist kein Selbstläufer. Ist eher kurzfristig gewesen und da braucht immer kontinuierlich Impuls, um dort quasi die Wahrnehmung auch aufrechtzuerhalten. Ja, das sehe ich auch so. Du hast vorhin gesagt, eben so die nächsten zwei Jahre, die sind so auf dem Plan mal eigentlich fixiert, auch aus finanzieller Sicht. Wenn wir jetzt vielleicht über die zwei Jahre rausschauen, also vielleicht so mittel- bis langfristig, was ist aus deiner Sicht, mit welchem Resultat könnten wir oder Aktivitäten können wir noch erwarten, wo die Swiss Supply wird in den nächsten Jahren anstoßen, wenn alles, ich sage jetzt mal, nach Plan läuft? Also das ist jetzt eine schwierige Frage zu beantworten. Das ist, also in Zukunft schauen, hat man schon jemand gesagt, ist sehr schwierig, also Prognosen zu machen, vor allem über wenn sie in der Zukunft liegen. Ich bin froh, wenn wir in zwei Jahren so weit sind, dass wir sagen, die Organisation macht Sinn. Und die können wir weiterhin so unterhalten, damit wir sie finanzieren können und dass man die gemeinsamen Projekte findet, wo es Sinn macht. Jetzt schon sagen, in drei Jahren wenn wir das und in vier Jahren das. Klar ist lässig, wenn wir in drei, vier Jahren im Präsenhaus weiterhin eine gewisse Relevanz haben. Das allein ist schon eine riesige Arbeit, weil wir haben schon gesehen, bis wir überhaupt noch das im Präsenhaus angebracht haben mit dem Logistikleben, was wir haben heute. Es braucht sehr viele Ressourcen, es braucht sehr viel Einsatz, und das weiterhin zu erhalten, das ist kein Selbstläufer. Also das sind Sachen, die für mich langfristige Sachen sind. Es ist auch so, wenn man in drei, vier Jahren das als Selbstverständlichkeit anschaut, dass die Verbandslandschaft in der Schweiz sehr vielseitig ist und zusammengewachsen ist. Das ist egal, ob es das Konstrukt Swiss Supply oder wie auch immer heisst, wo da dazu kann beisteuern, dass das so ist. Aber das ist das Wichtige, dass nicht jeder von sich einbastelt und einfach, also das ist frech gesagt, dass das heute jeder macht. Man hat immer wieder ganz viele Projekte auch und viele Aktivitäten, die man gemeinsam mit verschiedenen Verbänden macht. Es ist nicht so, dass man jetzt gewartet hat, bis es Swiss Supply gibt, aber man hat jetzt eine Organisation, wo man wirklich das alles miteinander bündeln kann machen. Aber es hat immer gegeben und es wird es immer gegeben, dass einzelne Verbände auch weiterhin das zweite, dritte, vierte Mal etwas machen. Gerade in der Bildung treffen sich Bildungsverbände zusammen. Da macht es keinen Sinn, dass immer alle zusammen hocken, die selber keine Bildung machen. Das ist immer sehr, sehr themenrelevant, wie man das macht. Also die Frage, was haben wir jetzt als das Ziel in drei, vier Jahren? Ich denke, wenn wir eine tolle Image-Kampagne dann haben, die läuft, die langfristig läuft, wo man uns in der Öffentlichkeit wahrnimmt, ohne dass wir zu penetrant sind und sympathisch eigentlich und offen und sehr informativ können zeigen, was wir machen. Wenn das in drei, vier Jahren läuft und regelmäßig läuft und das, wie gesagt, ein Marathon, das muss dann in den nächsten 10 Jahren weiterlaufen, dann haben wir schon wahnsinnig viel erreicht. Mhm. Also ich tue jetzt da nicht irgendwelche Erwartungen schüren, weil, ja. Es ist ja vorher schon gelaufen, ohne Swiss Supply. Es ist jetzt nicht ein Wunderding, wo wir jetzt irgendwie Wunder erwarten. Also das heißt Step by Step, vorzu eigentlich das Ganze annehmen, bis dann auch läuft und entsprechend steuern und gegensteuern, je nachdem, welche Richtung dass es dann das ist. So. Also wir sind ja eigentlich ein Start-up, aber nicht vergessen, es gibt das zwei seit 3 Monaten. Also wir können gewisse Sachen übernehmen, die ja bestehend sind, also eben die Betreuung von Fresus, der Swiss Logistics Day. Wir spielen jetzt schon eine Rolle, also zum Fresus wieder. Es gibt jetzt seit 2 Wochen, weiß man, dass wir jetzt sogenannte Logistics Days im Fresus machen, nicht zu verwechseln mit dem Logistics Day. Das wird im
am 24. bis 26. September über die Bühne gehen. Das heisst, das ist ein Wochenende für Jesus. Unter dem Motto X-Days machen die verschiedenste Tage aus allen anderen Chargen aus der Verkehrswelt. Das sind Automobiltage, Campertage, die sie dort machen. Und jetzt sind wir die Logistiker dran. Das ist aus der Initiative von der ASTAG und der SVBL gekommen, unter dem Patronat. Und das kann ich ja gerade sagen, da rufe ich gerade alle auf, wo der Plausch haben, gehen bei uns auf die Webseite und schauen das an bei der ASTAG oder beim SVBL. Das ist ein Öffentlichkeitstag, wo wir jetzt da wieder drei Tage lang mit Lastwagen herumfahren im Verkehrshaus. Man kann mit Staplern schauen, wie die herumfahren. Eins zu eins live Schulungen geniessen. Das sind so Punkte, die jetzt gerade aktuell sind, wo wir gerade einfahren. Ja, da läuft sehr viel offensichtlich. Ich komme da zu meiner letzten Frage. Aha. Andi, wir sind eigentlich zeitlich jetzt da schon ziemlich auch schon weit fortgeschritten. Ich würde jetzt gleich noch Gelegenheit dem Publikum geben, falls jemand noch Frage hätte, hat er jetzt noch Gelegenheit, bitte über den Chat, respektive über das Feld F und A, die Frage stellen. Und dann würde ich sie entsprechend an Andi König weitergeben. Ja, ich denke jetzt, ich stelle dir trotzdem noch mal eine Frage, sich so ein bisschen in Zukunft, aus dem Bauchgefühl. Jetzt eben du mit deinem Erfahrungsrucksack, den du auf dir trägst, was denkst du, was sind so die nächsten Herausforderungen in der Logistik in den nächsten Jahren, mittel- bis langfristig? Was wird die Logistik, die Branche an sich, mit welchen Herausforderungen werden sie am meisten konfrontiert? Also einerseits gibt es ja die Trendradar selber, also das Logistikmarktstudio, da gibt es technische Möglichkeiten, die immer besser werden. Bin ich der Falsche, ein bisschen jetzt Aussagen zu machen, da müssen viele Professoren können viel mehr sagen, was kommt jetzt eher. Man stellt eher fest, dass man gewisse, eben das sind Voraussagen, wo man gesagt hat, ja, das Drohnen und so, Drohnentransport wird es jetzt schnell gehen, das hat jetzt eine Bremse und so, das ist jetzt weniger schnell gewesen. Autonomes Fahren ist auch viel weniger schnell gekommen, als wir gemeint haben. Dafür sind wir überrollt worden von so Talks da, also von der Teams und Zoom-Geschichte, wo man alle gewusst hätte, also meistens es kommt anders, als man denkt. Was ich das Gefühl habe, es gibt meiner Meinung nach zwei Extremthemen, wo man wahrscheinlich einfach nicht aus dem Weg gehen können. Das eine ist der Fachkräftemangel, wo wir schon darüber geredet haben, wo auf uns zukommt, wo uns nicht nur in der Logistik, aber speziell in der Logistik wird betreffen. Und das zweite ist, ob man es hören oder nicht, ist das Geschichte Klimawandel. Mhm. Ich denke, wir werden nicht darum herumkommen, sämtliche mittelfristig oder kurz- oder mittelfristig sämtliche Projekte und Aktivitäten, die wir in der Logistik oder in unserer Wirtschaftswelt machen, immer mit dem Satz, was löst es aus in Sachen CO2-Ausstoß, zu bedenken. Und ich denke, das ist noch nicht überall angekommen. Wir haben immer noch Diskussionen, ist es Mensch gemacht und kann ich nicht ganz begreifen, was da abgeht. Ich denke, wir haben jetzt wirklich die Aufgabe, zu schauen, dass wir CO2 können verhindern können, wo es immer geht. Und das wird in all unsere Projekte reinlaufen, die nächsten Jahrzehnte. Nicht nur einfach Jahre, sondern die nächsten Jahrzehnte. Also wir werden uns auch müssen fragen, können wir als Logistiker lösen ja das nicht eins zu eins aus, sondern es ist letztendlich der Konsument, der es auslöst. Und die Firma mit ihrer Firmenpolitik oder Verkaufspolitik, wir müssen uns fragen, müssen Transport immer gratis sein, die Päckchen, wo man muss es am anderen Tag oder am gleichen Abend schon bei mir daheim sein. Ich denke, der Trend wird eher hingehen, dass man ein Zeitfenster hat und sagt, ich will es gerne den und den in dieser Stunde haben, aber es muss nicht immer gerade in 3 Stunden dort sein, muss alles, was retour geht, die ganze Retour-Logistik immer gratis sein. Die Sensibilität, dass Logistik eben einen Wert hat, dass es etwas kostet und dass es eben auch die Umwelt belastet, das muss man auch in die Köpfe bringen. Und ich denke, wir als Logistiker müssen das unseren Marketingleuten und unseren Chefs, die Firmen sagen, hey, hallo, können wir nicht auch ein Verkaufssystem machen, wo es halt einen Kleinmengenzuschlag gibt, wo die Leute müssen überlegen, bevor sie bestellen und nicht einfach heute. Wir haben heute das Wähler angebracht, das mir nicht so passt, also momentan. Aber das ist jetzt mein persönlicher Aspekt, hat mit der Logistik noch nicht so viel zu tun. Und wir müssen als Wissenbleier, jetzt kommen wir auf das wieder, müssen wir vor allem aufzeigen, was wir alles Tolles schon machen. Wir haben
Wir machen die Green and Lean Award Auszeichnungen, wir zeigen das, wir werden das noch mehr der Bevölkerung zeigen, wie toll, dass die Firmen schauen, dass man weniger CO2 ausstoßt, was für Fahrzeuge das eingesetzt werden, die ganze H2-Geschichte, also die Initiative, die Schweiz weltweit führend ist. Es gibt kein Land, wo so viel Wasserstoff, LKW jetzt schon im Einsatz hat und plant, das weiterhin im Einsatz zu haben. Das müssen wir zeigen, das müssen wir aufzeigen. Die Geschichte mit dem LSVA, also was löst das aus mit aller Mühsamkeit, die wir dahinter haben, aber wir sparen mit dem auch gewisse Sachen ein. Gastag hat die Klimaresolution auf die Beine gestellt, die jetzt 4 Jahre gültig ist, wo es eigenverantwortlich wenn mit verschiedensten Massnahmen CO2 reduzieren. Wir haben mit ASTAG und GSI zusammen ein Projekt für standardisierte Berechnung vom CO2-Ausstoß, damit das fair kann verglichen werden kann und nicht jedem einfach irgendetwas erzählt. Wir haben bei den Einkäufern gibt es gerade jetzt aktuell eine Tagung Nachhaltigkeit im Einkauf. Wie kann ich ressourcenschonend und CO2-neutral einkaufen? Das letzte Logistikforum vom VNL hat das Thema Kreislaufwirtschaft gehabt. Kreislaufwirtschaft bedeutet nichts anderes als da wieder eben im Gesamtzusammenhang schon in der Produktentwicklung zu designen, so nach dem Motto, es kommt irgendwann, wenn wir es entsorgen, recyceln oder wie auch immer. Das sind meiner Meinung nach Themen, die uns werden viel stärker begleiten, als wir momentan noch denken. Also dort denke ich, das ist eine Voraussage, die man machen kann. Ja. Gut, ich nehme das gerade als Schlusswort. Ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Andi, für den guten, tiefen, umfangreichen Einblick in die Organisation, aber auch in dich als Person auch, ein Stück weit. An dieser Stelle möchte ich sagen, auch den Zuschauern, danke vielmals fürs dabei sein. Sie können, wie gesagt, nachschauen. Es wird auf gs1network.ch veröffentlicht. Der Talk und in einem Monat wird der nächste Talk wieder stattfinden. Schauen Sie am besten gerade rein, melden Sie sich an. An dieser Stelle, Andi, danke noch einmal vielmals und viel Erfolg mit der neuen Aufgabe, mit der Organisation und demnach gute Zeit. Mach danke dir, Jan. Ade miteinander. Danke. Schöne Zeit. Danke. Ade.